Hallo liebe Monaguristen. Guten Tag. Guten Tag. Heute stellen wir euch von Wagyu die Tasche Lord Vaughn. Ja. Mhm. In zwei formschönen Varianten. Einmal vorne schwarz und vorne schwarz und hinten rot und grau. Oder auch rot, wie der Kollege gerne sagt. Rot oder auch grün. Oder auch grün. So, die Taschen wiederhergestellt aus ehemaligen Autoreifen. Ja, sieht man einmal hier zum Beispiel. Ja. Sehr schön. Und aus alten Sicherheitsgurten, die Gurte wieder. Zack, zack, alles da. Mhm. Der Innenraum wieder sehr schön, viel Platz. Ja, wir haben hier wieder... Für Hund und Katz und Spatz. Auch sehr schön. Wunderbar. Aber ich habe jetzt keine Tiere hier eingepackt. Nein, also, das machen wir auch nicht. Bei uns kommen keine Tiere zu Schaden. Außer das da. Sehr schön, vielen Dank. Also wir haben einmal Platz für den Ordner und wir haben hier Platz einmal für ein kleines Notebook oder für ein Tablet zum Beispiel. Alles gar kein Problem. Genau. Haben wir dann noch sonst irgendwelche Taschen? Hier hinten ist noch eine Einschubtasche zum Beispiel. Und wir haben hier bei diesem Rucksack auch noch einen abnehmen und verstellbaren Schultergurt. Ja. Wobei es, glaube ich, eher eine Tasche ist als Rucksack, oder? Ja, ich glaube, das ist so ein Messenger-Bag, sagt man das heute so? Rucksacktasche. Wunderbar. Rucksacktasche. Messenger-Bag finde ich aber auch gut. Ja. Viel Spaß damit. Ja, das zu der Tasche. Na, wir sind noch nicht am Ende. Irgendwas fehlt aber noch. Ja, was denn? Zur Firma werde ich dann im Anschluss wieder unser Nachhaltigkeitsbeauftragter Linus alles weitere erklären. Bis dann. Ciao.